Schütteln und Träumen. Ich wüsste. Wir zeigen dir was. Hi. Wir machen ein Jesus-Experiment. Wir wollen wir möchten dir heute unseren Glauben einmal vorstellen. Und das ist das Experiment. Wir möchten dir zeigen, dass Jesus wirklich da ist, dass er Gottes Sohn ist und dass man durch Jesus Christus die Gewissheit haben kann, weil er das alles schon gemacht hat, bei unserem Vater im Himmel zu sein und nicht nur da. Jesus hat gesagt, das Königreich ist hier. Hier ist das. Und du hast gesagt, du möchtest dein Herz berührt und Herzschmerzen? Ja, schon von klein an. Das hast du vorhin gehabt als Eindruck. Gut, mit den Herzschmerzen. Ich glaube, du solltest mitbinden. Wir sind, bevor wir losgegangen sind, hat Ruth einen Eindruck gehabt. Das ist nämlich immer so, wenn wir beten, dann redet Gott eben auch oft und sagt uns manchmal, auch wenn wir für die Leute beten, so ganz persönliche Sachen. Ne? Danke, Jesus, für Ohren. Danke, Ohren, auch für deinen Mut. Und wir stellen dich jetzt erstmal unter dem Segen Gottes, unter dem Segen Jesus Christus. Und möchten dir zeigen, dass Jesus Christus repariert, dass er Gottes Sohn ist und dass er die Tür in den Himmel ist, dass er ein lebendiger Gott ist, dass er ganz persönlich für dich da ist, dass du mit ihm reden kannst, wie mit einem Freund und dass er sehr mächtig ist. Dass er der mächtige Gott ist in den Himmel, der sitzt und dich schon lange auf dem Schirm hat. Vater, ich danke dir für deine wunderbaren und ausgezeichneten Pläne mit Orhans Leben, dass das wirklich total wegkommt, weil wir das auf dich werfen können, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du diese Offenbarung jetzt ihm gibst, Heiliger Geist, dass du Orhan wirklich diese tiefe Gewissheit in seinem Herz gibst, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass Jesus für ihn auferstanden ist, dass er Zugang haben kann zum Vater, ganz einfach. Oder? Ja. Und hast du was gemerkt? Ein bisschen. Ja, was denn? Ich weiß nicht, so still dabei war. Und das ist Jesus, das ist der Frieden. Gott, diesen Frieden, den kann nur Jesus geben. Diesen Frieden, den kann nur Jesus Christus, Gottes Sohn geben. Und in diesem Frieden warst du drin. Und der Frieden bleibt jetzt in Jesu mächtigen Namen auf dir. Und er wird dich umhüllen und er wird dein Herz schützen. Dieser Frieden Gottes, dieser Frieden von Jesus Christus wird dein Herz schützen. In Jesu mächtigen Namen. Kannst du es nochmal sagen, also wie du es empfunden hast? Also ich fand das komisch, wo die beiden Damen mit mir darüber am Beten waren. War mir einfach still, ich habe nichts gemerkt. Ja, also war total ruhig. Ich habe niemanden gehört. Ja, und dann, wo die mich Dame angesprochen hat, habe ich jetzt wieder gemerkt, ach, alles klar. Ja,